Am Dienstagnachmittag gab es Bombenalarm in den Zwickauer Arkaden. Sofort wurde die Polizei per Notruf informiert. 15.51 Uhr wurde durch einen Mitarbeiter des Parkhauses auf dem Parkdeck 1 ein Koffer gefunden, der keiner Person zuordnenbar war. Nach Verständigung des Sendermanagements wurde entschieden, dass die Polizei zum Einsatz kommt. Wir haben die Sache überprüft, können nicht ausschließen, dass gefährliche Gegenstände in dem Koffer sind und haben uns daraufhin entschieden, die Bevölkerung und die Kunden des Senders zu evakuieren. Aus Sicherheitsgründen wurde durch den Centermanager die Evakuierung des Einkaufszentrums durch Lautsprecherdurchsagen eingeleitet. Mehrere hundert Kunden verließen daraufhin das Objekt. Durch die Polizei erfolgte die Absperrung und Sicherung des Gebäudes und die Sperrung der Schwanengasse. Zusätzlich wurden Spezialisten angefordert. Wir warten jetzt auf eine Spezialeinheit aus Dresden, die den Inhalt des Koffers mit ihren Mitteln überprüft. Sollte sich das als ungefährlich herausstellen, wird der Sender sofort wieder geöffnet und die Autos können rausfahren. Sollte sich etwas Gefährliches darstellen, wird das durch die Spezialeinheit weiter bearbeitet. Kurz vor 19 Uhr kamen diese an und machten sich ein Bild von der Lage. Mit einer Röntgenkamera wurde der Koffer durchleuchtet. Nach der ersten Auswertung wurde der Koffer mit Schutzkleidung geöffnet. Kurze Zeit später konnte Entwarnung gegeben werden. Es wurde festgestellt, dass der Aktenkoffer leer ist. Daraufhin wurden alle Sicherheitsmaßnahmen beendet. Der Besitzer des Aktenkoffers ist noch unbekannt.